Nur einen Katzensprung von Hamburg entfernt an der Elbe zwischen Buxtehude und Stade liegt dieses außergewöhnliche Naturparadies. Hamburg Alte Lande. Das Besondere an dieser Region ist, dass sie für sich in Anspruch nehmen kann, das größte geschlossene Obstanbaugebiet Deutschlands zu sein. Hamburg Alte Lande hat nicht nur im Frühling etwas zu bieten. Auch in den Sommermonaten lässt es sich hier herrlich wandern und Radfahren. Wer gerne badet, kommt im Sommer ebenso auf seine Kosten wie die Kultur- und Geschichtsbegeisterten das ganze Jahr lang. Herbst beginnt die Erntezeit für die inzwischen knallroten Äpfel. Im Winter sind, feste Kleidung vorausgesetzt, Deichspaziergänge angesagt. Im alten Land am Elbstrom kann man rund um York und Steinkirchen die typischen Altländer Fachwerkhäuser bewundern. Im Frühling ist die ganze Gegend eingebettet in ein weiß-rosa Blütenmeer. Die Region des Alten Lands am Elbstrom bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten zwischen den malerischen Gassen und der Fachwerkarchitektur in den mittelalterlichen Hansestädten Stade und Buxtehude. Hamburg Alte Lande. Klein, aber fein.